Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Gäste, ich bin sehr froh, dass die Volksinitiative Bucht für alle die B-Plan-Aufstellung Rummelsburger Bucht vom Bezirk nochmal hochgehoben hat und auf Landesebene thematisiert. Obwohl das für uns ja auch ein Zwiespalt ist, denn es fehlt uns einerseits die Möglichkeit, das Verfahren wieder zurückzudrehen und andererseits hat aber die Volksinitiative an ganz vielen Stellen absolut recht. Deswegen haben auch im Bezirk unsere Bezirksverordneten in der BVV Lichtenberg aus guten Gründen dagegen gestimmt. Und wir merken, dass der Konflikt wehtut, aber wenigstens für die Zukunft sollten wir daraus lernen. In den 90ern, als die Planung begann, da hatten wir in Berlin endlos viel Platz für soziokulturelle Nutzung. Wir hatten billige Wohnungen. Und heute fehlt uns günstiger Raum zum Wohnen, für Kultur, für Subkultur, für soziale Infrastruktur und ja sogar für Gewerbe. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Berlin vor einer blinden Verwertung zu schützen. Es ist ein Fehler, wenn wir Investorinnen auf Gedeih und inzwischen eben leider oft vor allem Verderb hinterherlaufen. Wir müssen das Selbstbewusstsein haben, im Interesse Berlins Forderungen zu stellen. Und wir müssen den Mut haben, auch mal Nein zu sagen, wenn es eben nicht passt. Die Investoren, die wir brauchen, das sind die, die Berlin verstehen. Und das gilt natürlich auch und ganz besonders für den Tourismus. Man redet weltweit über sanften Tourismus. Und auch hier in Berlin haben wir ökologische und soziale Nischen, die wir erhalten wollen und müssen. Deshalb haben wir ein Tourismuskonzept hier in Berlin. Und das beruht auf den Kriterien Stadtverträglichkeit und Akzeptanz, Ökologie und Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Coral World zeichnet sich aus durch fehlende Stadtverträglichkeit und Akzeptanz, denn wir bräuchten den Raum eigentlich für andere Nutzung und gegen die Verdrängung. Die Anwohnerinnen wurden in die Entscheidung nicht einbezogen und wir merken an der Volksinitiative und über 34.000 Unterschriften, dass eben die Akzeptanz einfach fehlt. Die ökologische Verträglichkeit des Projekts ist echt zu bezweifeln. Außerdem wird das Preisniveau einfach zu hoch sein, wenn man es mit den Projekten vergleicht, die in denen sie schon existieren. Eine durchschnittliche Berliner Familie wird sich das eben nicht leisten können. Dann bleibt noch die Frage der Verkehrsanbindung. Ja, die Rummelsburger Bucht liegt ganz nah am Ostkreuz. Die Verkehrsanbindung an den ÖPNV ist da sehr gut. Wer aber nachher wirklich mit der S-Bahn kommt oder ob nicht doch die PKWs dann im Wohngebiet einfach ziellos rumstehen, das wird sich dann nochmal zeigen. Das alles widerspricht unserem Tourismuskonzept, weil es Berlin mehr schadet als nützt. Das ist kein nachhaltiger Tourismus. Der B-Plan ist rechtsgültig. Wir können nicht alles auf Null stellen. Das haben wir schon mehrfach gehört, so gerne wir das wollen. Und die Übernahme der Flächen in Landeseigentum, das ist ein Ziel, was wir haben, aber nicht einfach und direkt zu erfüllen ist. Aber sobald die Investorinnen ihre Pflichten nicht einhalten, die Planungsabsicht ändern, ihre Grundstücke verkaufen, dann muss das Land zuschlagen und zurückkaufen, wenn es irgend möglich geht. Der Nutzungsvertrag für die Grünfläche mit der Coral World ist der nächste Stachel im Fleisch. Hier wollen wir mindestens eine Nachverhandlung, sodass die Verlängerungsoption gestrichen wird. Denn öffentliche Grünflächen gehören nicht privatisiert und müssen vollständig und jederzeit allen zur Verfügung stehen. Die Verdrängung der Anwohnerinnen, das ist der dritte schmerzhafte Punkt. Wir brauchen mindestens Ersatzflächen für die Rummelsbucht und die Wagenplätze. Und die Ausrede, es war doch eine Zwischennutzung und alle wussten Bescheid, ist bei der engen Raumsituation hier in Berlin keine Begründung, die Betroffenen alleine zu lassen und auf der Straße auszusetzen. Die Schiedsstelle ist eine Idee, die ich sehr gut finde. Wir sollten die weiterverfolgen und sehen, wie wir das konzeptionell in das Konzept der Anlaufstellen integrieren können. Die Lehre für mich aus dieser Causa Rummelsburger Bucht für unsere Planungspraxis ist, wir müssen gerade bei langen Planungsverfahren immer wieder hinterfragen. Wir brauchen eine regelmäßige Zielkontrolle. Es darf kein Tabu sein, Entwicklungsziele zu ändern. Und selbst wenn es mal Geld kostet, das nennt man dann Planungsschaden. Aber die Frage ist, was ist ein Planungsschaden? Wenn wir für die veränderten Bedürfnisse einstehen und das vielleicht mal Geld kostet oder wenn wir über Jahrzehnte das falsche Haus zum falschen Preis oder die falsche Nutzung am falschen Platz ertragen müssen, das ist doch der Schaden, der nicht wieder gut zu machen ist. Und den wollen wir bitte nicht wieder tun. Danke.
Für die Fraktion der AfD hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Dr.